Am 31. August fand im Mittweidaer Stadion am Schwanenteich das LG-Meeting statt. Zu diesem Anlass feierte der Mitgliedsverein LV Mittweida 09 sein 10-jähriges Bestehen. Mit einem kleinen Highlight neben den Wettbewerben des Nachwuchses gab es im Kugelstoßen der Männer einen WM-Qualifikationswettkampf. Hier trafen die besten deutschen Kugelstoßer wie Tobias Dahm, Simon Bayer, Jan-Josef Jojscheder und Dennis Lefke sowie der Nachwuchskader an. Sie wollten um die WM-Norm von 20,70 Meter kämpfen. Die einzige Frau im Starterfeld war die Kanadierin Sarah Mitten. Sie blieb auch die einzige, die bei der WM in Doha starten wird. Denn Mitten hat sich schon vor dem Wettkampf dafür qualifiziert. Die Herren konnten nicht mithalten. Mit 19,87 Meter stellte Tobias Dahm seine persönliche Jahresbestleistung ein und gewann damit in Mittweida. Der beste Stoß von Jan-Josef Jojscheder, Bayer 04 Leverkusen, brachte die Kugel auf 19,62 Meter und ihn auf Platz 2. 13 cm kürzer flog die Kugel des drittplatzierten Simon Bayer. Er startet wie Dahm für den VfL Sindelfingen.